Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Video der Speed Engineering GmbH. Heute wird es sehr japanisch, denn du bist dabei bei der Geburtsstunde eines Speed Ultimate Fahrzeugs. Was ist ein Speed Ultimate? Ein Speed Ultimate ist in der Regel grau und schwarz und hat Kupferfelgen und ein paar andere Kupferakzente. Ein Speed Ultimate ist ein Fahrzeug, welches durch die Speed Engineering GmbH so umgebaut wurde, dass es maximal performant ist. Es gibt unterschiedliche Ausbaustufen. Es gibt die Clubsport-Ausbaustufe und es gibt die auf die Fresse radikale Ausbaustufe in Form eines Track Tools. Hier befinden wir uns noch im Clubsportbereich. Die Geburtsstunde eines Speed Ultimates bedeutet, wir haben für ein Fahrzeug so viele Teile entwickelt, dass wir von einem Rundum-Umbau sprechen können. Das heißt, wenn du bei uns auf der Homepage bist, dann gibt es unten die Rubrik, also erst kommt der Shop und so weiter, und dann gibt es unten die Rubrik Ultimates. Das sind aktuell nur 5 Fahrzeuge, da kommen aber stetig mehr Fahrzeuge hinzu. Und unter anderem wirst du diesen GR hier finden. Klickst du da drauf, findest du alle Produkte, die wir hier verbaut haben. Von Fahrwerk über Felgenrad-Reifen-Kombi, Bremsenkühlung, den Bügel, den ich dir gleich vorstelle, mit einem speziellen Seitenaufprallschutz, was es so in der Form, glaube ich, auch noch nicht so häufig gibt. Sitzkonsolen und so weiter, wir gehen gleich nach und nach alles durch. Aber es gibt eine Neuheit. Eine Neuheit, über die wir schon lange reden. Nein, wir reden gar nicht so häufig darüber. Das haben wir bewusst nicht gemacht, weil wir den Anfragen nicht hinterherkommen im Sinne von, wann kommt es raus? Aber so langsam fangen wir an, häufiger darüber zu sprechen. Es geht um das Thema Carnats. Und die Carnats, also jetzt ist es in der Form offiziell, wir haben die Genehmigung vom TÜV und das Teilegutachten wurde tatsächlich ausgestellt für ganz viele Fahrzeuge. Unter anderem für diesen GR Yaris. Unser kleiner fetter Samurai. Guck dir das mal bitte von vorne hier an. Sieht krass aus, oder? Ich meine dich. Ja. Ja, ne? Super. 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 Toll. Nein, also diese... Bei den Carnats ist es so, du musst wirklich... Das sieht am Ende aus... Wie so 2 einfache Plastikteile. Einfach da hingeworfen, fertig. Du musst ultra viel beachten, damit, und das siehst du ja auch, es gibt ja wirklich nicht viele Hersteller, ihr werdet es in den Kommentaren nennen, ich kenne, also ich glaube, ab macht das Audi, beziehungsweise APR vertreibt die Audi Performance Parts und ich glaube, Mansori hat Carnats mal auf den Markt gebracht. Ich weiß nicht, aber ich kenne nicht viele. Und auch nicht in dem Umfang an Fahrzeugen, wie wir es machen. Und du musst auf ganz viele unterschiedliche Dinge achten. Die möchte ich jetzt nicht alle aufzählen. Das geht sehr ins Detail. Aber wir haben die Möglichkeit, größentechnisch bei diesem Auto zu übertreiben. Und das haben wir genutzt. Warum? Also bei anderen Fahrzeugen siehst du, da fallen die Carnats ein bisschen schmaler aus. Aber hier haben wir, eigentlich sieht das Ganze nur groß aus, weil wir die Fläche nach innen hier... Boah, ich bin super viel am Spucken heute. Sieht man das alles? Nee? Nee. Okay, gut. Ich hoffe nicht. Wir haben die Fläche hier nach innen genutzt. Das haben wir nur aus einem Grund gemacht. Also grundsätzlich die Funktionsweise eines Carnats. Was macht ein Carnat? Ein Carnat erzeugt Downforce. Du lenkst einmal den Luftstrom um. Die Umlenkung führt... zu einer Umlenkung der Kraft. Dadurch hast du eine resultierende. Da, ganz einfach gesagt, ein Kügelchen, Peng, Umlenkung, Peng. Umlenkung bedeutet immer Aktion gleich Reaktion. Die Kraft, die umgelenkt wird, hat immer eine resultierende und die resultierende hat eine Gegenkraft. Und diese Gegenkraft zeigt in diese Richtung und die Richtung hat wieder eine Komponente in X und in Y und in Y, X, nach unten. Ja, okay, ich weiß, ihr wollt immer minus Z hören. Meinetwegen ist es minus Z. Jedenfalls gibt es eine kleine Kraft nach unten, ein bisschen Downforce. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist auch nicht unerheblich. Wir schirmen den Luftstrom, versuchen ihn abzuschirmen von der rotierenden Masse. Alles, was diese Felge hier macht, ist in diesem Bereich sehr turbulent. Und die Turbulenz hört ja nicht mit der Felge auf, sondern die Turbulenz, musst du dir vorstellen, die ist hier in diesem Bereich. Bewegte Masse, Turbulenz, Verwirbelung. Und jetzt trifft dein Luftstrom auf Verwirbelung und sorgt dafür, dass dein CW-Wert steigt. Wir lenken das Ganze hier um das Rad um und versuchen, das Ganze, tohuwabohu, was hier passiert, zu umgehen. Für einen besseren CW-Wert. Ob du das auf der Rennstrecke merkst? Ich fürchte nicht.
Ob ich es merke? Auf gar keinen Fall. Aber es sieht sehr geil aus. Und das war uns wichtig. Es ist faktisch, also auf Fakten basierend, ist es ein Performance-Teil, ja. Ich glaube aber, das ist wirklich nur ein i-Tüpfelchen, ein kleines Add-on zu dem, was das Gesamtpaket ausmacht. Und ich gebe an dieser Stelle zu, ich finde die Dinger einfach wirklich sexy und deswegen möchte ich sie an jedem Auto sehen. Und ich möchte sie auch, und deswegen, das habe ich gerade gesagt, beziehungsweise so habe ich den Satz eigentlich oder den Gedanken angefangen. Und weil ich ein sehr verwirrter Mensch bin, war ich jetzt in irgendeinem Technikzeug. Aber wo ich eigentlich hin wollte, wir haben diese Fläche jetzt bewusst hier innen genutzt. Das machen wir nicht bei allen Fahrzeugen, weil es nicht bei allen Fahrzeugen passt. Aber das ist ein JDM Samurai Bomber. Und da muss man auch JDM an die Sache rangehen. Und da ist größer manchmal einfach besser. Und ich finde es sehr scharf. Das ist zum Thema Karnats. Und jetzt stürmst du gleich in den Shop und denkst dir, boah geil, ich kaufe die Dinger. Und dann siehst du, dass sie noch nicht online sind. Weil es noch ein bisschen dauert. Wir haben nämlich erst das finale Teilegutachten abgewartet, haben schon Prototypen produziert und die Teile befinden sich gerade in der Fertigung. Was wir nicht machen, ist eine Vorbestellung. Damit sind wir, das wollen wir einfach nicht mehr machen, weil wenn wir dein Geld bunkern und du dann ganz lange auf Teile wartest, ist das ein unschönes Gefühl, weil wir sind Hunderten von Leuten, stehen wir einer Schuld gegenüber. Und das fühlt sich doof an, weil dann ruft der Lieferant an und sagt, schief gelaufen. Und dann müssen wir ein paar hundert Leute anrufen und sagen, schief gelaufen. Deswegen warten wir, bis die Teile da sind. Dann geht das Produkt online, dann kannst du es bestellen und dann bekommst du es auch zeitnah. Und dann warten wir nicht so lange. Ist schon mal der erste Punkt. Abdeckung. Nächster Prototyp. Ihr kennt unsere Haubenauslässe. Und viele von euch haben gesagt, was mache ich denn bei Regen? Ist grundsätzlich nicht so schlimm. Bei diesem Fahrzeug hier ist es tatsächlich ein bisschen doof, weil wir haben die Pipercross-Ansaugung. Was ich dir zeigen will, ist, normalerweise ist es bei den Fahrzeugen nicht das Problem, wenn da ein bisschen Wasser reinläuft. Bei unseren Autos, also die Produkte, die ihr kaufen könnt, Junge, die sind ja meist an unseren Fahrzeugen schon viel, 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 viel länger in Gebrauch und wurden getestet. Aber was du jetzt hier siehst, ist, dass tatsächlich der Auslass, wie wir ihn platziert haben, genau über diesem Pilz ist. Hier, da, da. Da. Ja. Auslass Pilz. Da. Genau da ist. Das heißt, es tropft wirklich auf diesen Pilz. Und wenn sich der Auslass dort befindet, ist das suboptimal. Also haben wir solche Abdeckungen hier entwickelt. Das sind Prototypen. Prototypen heißt, die sitzen nicht perfekt. Wir haben sie etwas zu dünn konstruiert, wie man hier sieht. Und wir werden diese Struktur nach unten ziehen, um da ein bisschen Steifigkeit reinzukriegen. Und dann machst du die Haube auf, setzt zwei Splinte rein und dann hast du das Ganze abgedeckt. Cool? Cool. Cool. Weiter geht es. Du findest auch genau diese Project-Felge bei uns im Shop. Das ist eine 18 Zoll, lass mich nicht lügen, 9,5 mal 18 ET45, glaube ich. Lochkreis 5 mal 114,3. Aber wenn du dir nicht sicher bist, wir haben einen Konfigurator für die Felgen, dann klickst auf die Project-Felge, scrollst runter und dann findest du die Maße der Ultimates. Und dann findest du auch genau das Maß, was ich jetzt hier vielleicht gerade ein bisschen falsch rübergebracht habe. Vielleicht habe ich aber auch recht gehabt. Und das Ganze fahren wir mit dem Square-Setup 255-35. Square-Setup, Riesenvorteil, weil Allrad, die Gewichtsverteilung bei dem Fahrzeug ist, ist nicht ganz 50-50, es ist relativ frontlastig, aber bei einem Radstand von gefühlt 30 cm ist vorne quasi hinten. Und du hast halt den großen Vorteil, dass du dann auch Square tauschen kannst, wenn du zum Beispiel viel auf dem Bilzer Berg fährst, die vordere rechte Seite sehr abgenutzt ist durch die Mausefall und die Mutkurve, schmeißt du das Ding nach hinten und kannst wieder ein Trackday fahren. Camel Toe Time? Nein. Okay, aber gleich vielleicht. Auch super essentiell, die Bremsenkühlung. Ganz wichtig bei dem Auto, die Bremse an sich, mega in Kombination mit einem MX-87, wobei du bei dem Auto auch, wenn du es wirklich ernst meinst,
den Endless N39S fahren könntest. Mein Segen hättest du, wenn du möchtest, dass die Scheibe ein bisschen länger hält, MX87. Skip den ME22. Cooler Belag, ein bisschen in die Jahre gekommen. Der MX87 steckt ihn in die Tasche und ist nicht teurer. Also Belege, Kühlung, Abfahrt. Alles, was hier hinten ist, ist für euch nicht neu. Ihr kennt den Flügel, ihr kennt unseren Diffusor und ihr kennt die Miltec-Abgasanlage, die sich darunter befindet. Gehe ich nicht näher drauf ein, ist alles im Shop. Worauf ich aber näher eingehe, ist die Sitzkonsole. Das ist jetzt nochmal der letzte interessante Part. Und diese Sitzkonsole enthält auch ein paar, du musst kompromissbereit sein für dieses Produkt. Ich erkläre dir jetzt sofort, warum. Das eine, was du abseits der Sitzkonsole erst einmal siehst, was dir sofort ins Auge springt, ist das hier. Unüblich. Und zwar ist das eine nette Alternative zu einem Käfig. Viele von euch wollen im ersten Step keinen Käfig haben, sondern erstmal einen Bügel. Also gibt es bei uns im Shop einen Überrollbügel. Und diesen Überrollbügel kannst du optional mit dieser Strebe hier ordern. Diese Strebe wird dir helfen, wenn es um das Thema TÜV geht. Es gibt immer Seitenaufprall. Der Recaro Pole Position ist zwar Seitenaufprall geprüft, in der ABE taucht aber der GR Yaris nicht auf. Und damit du irgendwie alles Erdenkliche machen kannst, was den Prüfer glücklich stimmt, was ihm ein Gefühl der Sicherheit gibt, dass du in diesem Fahrzeug sicher unterwegs bist, das solltest du tun. Also, wenn du dir einen Bügel einbaust, dann nimm doch bitte diese Strebe mit hinzu und dann kannst du ihm sagen, jetzt kann mir einer richtig geil reinfahren seitlich und dann wird mir nichts passieren. Und dann sagt der Prüfer, ja, du hast recht. Spaß beiseite, es wird auf jeden Fall helfen. Versetz dich in die Lage des Prüfers, alles was sicherheitsrelevant in diesem Fahrzeug ist und was quasi ein Upgrade deines eigenen Schutzes dient, damit erleichterst du ihm ein bisschen den Job und hilfst ihm, sich zu rechtfertigen vor höheren Instanzen. Weil du musst überlegen, der Prüfer will dir eigentlich nichts Böses. Er hat darüber halt auch ein paar Instanzen, die ihm auf die Finger gucken. Oder ihr. Kommen wir zur Konsole. Die Konsole, die ist special, ey. Die ist wirklich special, weil das Auto so special ist. Nämlich so special. Ah, das durfte ich nicht sagen. Muss da mal Pieptor machen, ja? Mhm. Okay. So special bescheiden, was die Sitzposition angeht. Denn du sitzt wirklich elendig hoch in diesem Auto. Das liegt daran, dass diese Holme von dem Chassis wirklich gigantisch hoch sind und auf diesen Holmen befindet sich der Sitz. Jetzt haben wir alles Erdenkliche, alles, was irgendwie möglich ist, an jedem Millimeter haben wir versucht rauszuholen in minus Z. Das heißt in die Tiefe. Und das Ergebnis ist folgendes. Jetzt, wir können natürlich eine Platte nehmen, gerade drüber schieben und darauf unseren Sitzkonsolenaufbau setzen. Aber was wir gemacht haben ist, wir haben ein Offset gefunden. Das heißt, wir haben genau die Höhe der Laufschiene genommen und das sind circa 25 mm, sind als Offset hier runtergegangen. Darauf verschrauben wir die Laufschiene, um wieder hochzukommen, damit wir mit diesem L-Adapter genau auf der Höhe wieder sind. Warum machen wir das? Weil wir, ich mache mal den Sitz ein bisschen nach vorne, vielleicht kann man das dann sehen. Boah, jetzt wird's tricky. Du musst mal von hier da runter filmen. Ich komme auf die andere Seite. Da, siehst du das? Nee. Cool. Warte. Du musst hier reinkommen. Nee, ich sehe das. Kommen Sie hier rein. Ich sehe das, muss nur scharf sein. Okay. Schrei nicht so rum. Jo. Okay, was meinst du denn? Sieht man das hier? Da, wo dein Finger drauf geht, ja. Ja, hier, also sieht man diese Strebe und das hier, sieht man das alles? Ja. Gut. Weil, schau mal, wie special dieser Freaky L-Adapter ist. Der wird hier angeschraubt, hat einen riesen Hebelarm des Pythagoras bis hierhin und wird hier verschraubt. Das heißt, dieser gigantische Hebelarm sorgt dafür, dass du ja ein Mega-Moment auf den Anschraubpunkt hast, was ja nicht gut ist. Aber wir müssen ja ein Offset finden. Das heißt, wir sitzen weiter mittig, dass wir genau mittig vom Lenkrad sitzen. Und wir haben ja gesagt, dass wir hier ein bisschen tiefer sind, korrekt? Also müssen wir ein Stück hoch und hier rüber. Und jetzt haben wir das so weit gewählt, dass
der Adapter hier auf der Konsole aufliegt und sich hier abstützt. Warum habe ich von Kompromissbereitschaft gesprochen? Du hast ja jetzt, wir müssen ein paar Dinge in Kauf nehmen, um wirklich so tief zu kommen. Das ist ein Kampf in diesem Fahrzeug im aktuellen GR-Jahres. Es gibt ja ein Facelift-Modell, da sind die Holme angeblich nicht so hoch. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich muss mir das dann genau anschauen. Dann werden wir was Eigenes für dieses Auto entwickeln. Müssen wir dann für den neuen Facelift GR-Jahres. Für diesen hier ist es aber so, dass wir Folgendes in Kauf nehmen müssen. Du hast ja gesehen, dass die Konsole und der L-Adapter liegt hier drauf und stützt sich ab, damit dein ganzes Gewicht nicht auf eine Verschraubung aufliegt und auch nicht im Falle eines Unfalls die Verschraubung mit einem riesen Hebel belastet wird, sondern es liegt auf. Das bedeutet, und jetzt hör genau zu, hört man das? Ja, man sieht es auch. Ja, nee, das, was du hier siehst, das ist die Schale. Schau mal, das ist nur Schale. Der Pole Position ist sau weich, das wissen die meisten nicht. Okay. Hier, schau mal, was ich mit dem Chrome. Ja, beruhig dich. Beruhig dich! Abreißen jetzt! Das ist, der Pole ist ein unheimlich weicher Sitz. Aber das hier. Klack, 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 klack. Das ist eben dieser Kompromiss, den man eingehen muss. Weil wenn wir eine Kontaktfläche haben, die wir in dem Fall brauchen, dann nutzen wir diese Kontaktfläche als Abstützung für eben das Moment. Damit reduzieren wir den Hebel und reduzieren das Moment, den du durch dein Popo erzeugst, indem du da drin sitzt, mit deiner schweren Masse. Was man machen kann, man kann ein dünnes Stück Filz auf die Konsole kleben, dann hört man das nicht mehr. Aber es ist da und es ist nicht wegzudenken. Und wir haben uns dazu entschieden, es so zu machen, weil wir gesagt haben, das tiefer Sitzen ist für uns relevanter. Und dementsprechend hast du eine coole Sitzposition. Musst es aber halt vorher wissen. Und das ist auch die einzige Konsole in unserem gesamten Sortiment, die so aufgebaut ist, wo wir diese Kompromisse eingehen. Sonst haben wir das tatsächlich nicht, dass wir so ein Thema haben, um zwischen Holme da irgendwie reinzukommen, drunter zu kommen, etc. Wir haben auch Anbindungspunkte und das siehst du ja auch hier. Hier guckt jetzt irgendein Stecker. Oh, Schnürsenkel auf. Da guckt jetzt hier ein Stecker raus. Das ist. Da sind wir noch nicht fertig. Wir haben auch die Bohrung extra so gesetzt, dass du den Originalgurt weiterverwenden kannst und deinen ganz normalen Anschnaller hast, deinen ganz normalen Dreipunktgurt, ohne irgendwas zu bohren oder umzusetzen etc. Und ja, also zusammenfassend, du findest die Karnats noch nicht im Shop, die Abdeckung noch nicht im Shop, aber alles andere, Felgen, Belege, Kühlung, Haubenauslässe, Ansaugung, Abgasanlage, Bügel, Sitze, Sitzbefestigung, Diffusor, Flügel, findest du alles im Shop. Und jetzt habe ich schon wieder was vergessen. Die Frage, die absolut wichtigste Frage, was passiert mit dem Auto noch? Es fragen ja alle ständig. Das ist, ich hoffe, du bist noch dran geblieben, weil dann kriegst du es jetzt mit. Ja, das Auto wird einen Splitter bekommen. Ja, das Auto wird Kotflügelentlüftungen bekommen, vorne sowie hinten. Kotflügelentlüftung hier. Wir wollten sie erst hier hinsetzen, aber das wäre ein viel zu großer Kanal, um da bis dahin zu kommen. Das wäre so ein Bauteil. Wir werden es erstmal hier probieren und gucken, wie es aussieht und gucken, weil ganz ehrlich, die Radrausschale ist hier fast sofort dran. Aus Sicht der Effizienz schmeckt. Das gleiche vorne und wir werden das Auto weiter kennenlernen. Ich gebe ganz offen und ehrlich zu, dass wir nicht so viel Track-Erfahrung mit dem Auto haben. Das steht dieses Jahr auf dem Programm. Das heißt, Dinge, von denen viele sprechen, wie Differential fällt aus, Getriebe hat Hitzeprobleme, Motor hat Hitzeprobleme, Ladeluft etc. Das sind alles Dinge, die müssen wir erfahren. Das ist zu viel Hörensagen, zu viel Forumsgerede und zu viel, bei mir funktioniert es aber schon immer und andere sagen, bei mir funktioniert es 0, gar nicht. Wir müssen es selber erfahren, werden die
Pain Points des Autos kennenlernen in diesem Jahr und werden sie beheben, sodass du ein Gesamt-Ultimate-Paket hast, was bulletproof auf jeder Rennstrecke funktioniert. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns nächstes Mal. Danke, tschüss. I love you like la la la.